Hallo Leute, willkommen zu Black Prophecy, Part 12. Und ja, neuer Tag, neues Headset, neue Waffen, neues Glück. Und ich versuche jetzt halbwegs in der Story weiterzukommen. Ich glaube, ich muss hier unseren Dr. Tobel mal kontaktieren. Ja, scheint ganz so. Ich könnte zum Beispiel diese neuen Stärke da. Fällt mir. Da würde ich auch ein paar kaufen sollen. Fällt mir gerade so ein. Ich lese mir jetzt mal die Questbeschreibung durch. Versuchen Sie den Gasgehalt der Atmosphäre von Cordillera, sobald Sie Level 6 erreicht haben. Oh. Nehmen wir an. Nach Coisera muss ich. Ah, das haben sie jetzt hier geändert. Alle Basissektoren. Nein, Hubsektoren heißen sie. Sind jetzt hier oben. Das macht's einfacher, finde ich. Und dann jumpen wir mal nach Coisera. So, Gasgehalt Atmosphäre untersucht. Passt. Schwierige Mission war das. Ja, und damit war es jetzt auch schon mit dem Part 12. Wir sehen uns gleich in Part 13. Nein, Scherz. Kontaktieren. Ich glaube, ich muss die weiter kontaktieren. Nehmen wir an. Ja, ich bin da. Okay. Schildakte. Hast du irgendwie dicken Bonus? Nee. Heute kriegt man jetzt für jeden neuen Sektor, den man freischaltet, eine neue Mission. Dann springe ich mal nach Spire. So, Level 12 erreicht. Fortschritte im Spire in Kenntnis genommen. The most recent developments in the Shioto sector require your presence in this station in Colonel Ezra. Report to Lord Yasutani immediately. Do you have time for an important mission? Ja, ist tatsächlich so. Gibt ein paar XP, finde ich nicht schlecht. Hostess und Apokaterfest, sobald gibt es eine. Keep your eyes open. Okay, springen wir nach Avocata. So kleine Botenjobs kann man ja fast einspielen. Ich sag, wenn das so weitergeht, dann komme ich irgendwann zu dem neuen Sektor, wo die Missionen dann weitergehen. Man hat jetzt ja auch die Sektoren. Telegram left behind. We are watching your progress closely. Man hat ja die Sektoren jetzt anders verteilt, vom Level her. Vorher war das ein wenig anders, da hat man Avocata als erstes bekommen und nicht erst mit Level 10. Okay. Da ist er. Er hat wohl keine Jobs für sich. Ja, anscheinend nicht. Wo muss ich jetzt hin? Coisera? Nochmal unseren Geniden-Freund da begrüßen. So, wenn es jetzt gerade ein bisschen laggt, das ist jetzt im Spiel, weil ich jumpe und der die Frequenz in der Zeit vorbereiten tut. Keine Ahnung, wie die Kameraaufnahme wird. Es wird wahrscheinlich ein bisschen laggen.
Aber es wird sich in Grenzen halten. Ich habe immerhin meinen neuen Computer. Auch wenn der schon ein paar Monate alt ist. Aber immerhin besser als mein alter Laptop. Kontaktieren wir es. So, Homie. Ja, geben wir ab. Nehmen wir den. Was einfach der einzige ist, den ich momentan verwenden kann. So, und jetzt stehe ich da, wo ich am Anfang war. Ist nicht gut. Ist nicht gut. Will's fort. Ist was anderes. Ich gehe nochmal nach Chrysalis. Ich habe jetzt ja einige Missionen abgeschlossen. Oder zum Spire Station könnte ich auch nochmal springen. Werde ich gleich mal machen. Weil irgendwie muss ich jetzt zu diesem neuen Sektor. Ich habe das keine Ahnung, wie ich das machen werde. So. Und dass ich keine Ahnung habe, das ist wieder so typisch Let's Play. Das erste Mal, dass ich was blind Let's Play, ja. Bis auf Minecraft, aber das kann man ja nicht wirklich als blind zählen. So, jetzt habe ich davon ein. Ich könnte noch mal zum Spire springen, das werde ich jetzt auch tun. Und wenn es da nicht weitergeht, dann war das jetzt hier gleich wirklich Part 12. Oder vielleicht lasse ich es noch ein bisschen weiterlaufen. Lass mal schauen, wie weit sind wir von der Zeit. 6 Minuten, das geht noch. Ich will keine klaren Gründe. Ah, das ist jetzt hier eine Nummer stärker. Okay. Die Energiewaffenbeschleuniger scheinen nicht so wichtig für mich zu sein. Da auch dabei gleichzeitig die... Ich spreche einfach mal alle Sektoren ab. Da dabei auch die... Wie heißt das? Die Überhitzung schneller eintritt. Und dadurch meine Waffen schneller überhitzen und die Fusion Gun hat davon überhaupt keinen Vorteil. Dadurch, dass sie schneller schießt, weil sie macht ja eigentlich nur extrem viel Schaden und dabei muss man schießen. Zielen. Hier wären noch 2 Sektoren. Ich könnte auch zu den anderen oberen. Anscheinend ist es doch ein bisschen anders eingeteilt. Hier oben scheinen nur die wichtigen Sektoren zu sein. Himmelspforte, Chrysalis. Was wäre das nächste? Das nächste wäre vom Level her doch der Babylon Health Club. Springen wir einfach mal alles ab. Babylon Health Club ist einer meiner Lieblingssektoren. Das sieht aus wie so ein Las Vegas Weltraum. Ja? Also nicht wundern. So. Can we do something for you, or would you rather do something for the club? Angebot. Eine 7 Karten mit Maler und Zeitflug Gutschein. Ah, okay. Annehmen. Great. Come back when you're finished. Oh, das hört sich schon schwieriger an. Scheint aber doch keine Missionsquest im eigentlichen Sinne zu sein. Great. Come back when you're finished. Ja, okay. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Das ist der PvP-Sektor. Das ist der Nimbus um den Spire. Weil die Aliens so sind. Das ist der PvE-Sektor. Navalox, Dogland. Die anderen Doglands. Das sind, glaube ich, irgendwelche Level. High-Level, was weiß ich, Sektoren.
Chiota, Theta Quadrant. Ich kann einfach mal alle Sektoren zeigen, wenn ihr Lust habt. Kronos Mining. Die sind es aber auch nicht. Ist auch nicht Tempest. Forschungsquadrat, das sind diese Forschungsstellen, die mag ich auch nicht so gern. Oder sind es? Ja. Sieh mal, habe ich gerade im Hintergrund gesehen. Das einzige, was mir momentan. Was ich momentan nicht kenne. Naja, ich glaube erstmal hin. Mal schauen, vielleicht findet sich da ja was. Sieht auf jeden Fall wieder nach dem PvP-Sektor aus. Manchmal, wenn ich bei einem Schiff starte. Ah, hier ist eine Fliege bei mir, shit. Okay. Kann sein, dass ich diesen Sektor bloß als Genie betreten kann. Sieht auf jeden Fall so aus. Fliegen wir in die Richtung. Obviously. Aber der Sektor ist neu, den kenne ich glaube ich noch gar nicht. Entweder ich habe ihn irgendwie neu dazu bekommen, ohne es zu merken. Oder es ist doch der, den beim Patch dazu bekommen sollte. Naja. Gut, ich verabschiede mich dann erstmal. Wir sind auch schon bei Minute. Oh. Shit, Fusion Gun. Das erste Mal geschossen heute. Ah, nice. Boom, die dicke Wumme. Neue Soundeffekte fast. Ja, stimmt. Die Soundeffekte liegen ja an der. Ich bin im TS gerade gemutet, aber ich bin im TS. Die Soundeffekte liegen daran, dass. Ja, die Soundeffekte, das liegt daran, dass die Waffen über Level 34, glaube ich, sind. Oder auf Level 34. Und dann kriegen die andere Soundeffekte als die normalen. Das hat sich auch schon bei der Vulcan Gun so riesen genial angehört. Und hier. Piu, 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 piu. Boom. Ich weiß, wie die Fusion Gun sich anhört, wenn sie explodiert. Naja, auf jeden Fall war das jetzt erstmal von mir. Ich werde erstmal irgendwo nachlesen, wie ich hier weiterkomme. Und ich beende die Aufnahme dann. Das war Part 12. Irre hin und her gejumpe und Quests erledigen. Gedingsbumse. So, halt. Tschüss.